Nee, so können wir das nicht machen. Doch, das geht. Okay. Oh mein Gott, ist das süß! Weniger am Arsch. So, oh, das riecht schon fein, das riecht schon fein mit dem Knoblauch. Eieieiei. Haben wir noch ein zweites Blech? Ich mach Platz, das reicht schon. Ja, das reicht. Perfekt. So, dann machen wir jetzt gleich mal die Kartoffeln. Das war natürlich jetzt eine super Idee von dir mit dem... Ich weiß, die war gut, gell? Hättest du auch hier in den Schälchen machen können. Eieieiei. Aber das muss doch sowieso da drauf. Ja. Aber nicht so. Man könnte das natürlich auch mit einer Fahrradkette machen. Was? Kochen? Wie? Ja, mit einer Fahrradkette. Ach so. Wie lange brauchst du eigentlich? Bist ein Scherenschleifer von Beruf. Dann? Das sieht man schön. Wie sieht man das? Das sieht man schön. Ach so. Oh, wir machen ein bisschen Olivenöl. Olli. So, der Knoblauch. Das ist Balsamico. Ja. Das brauchen wir nicht. Nein. Das hat kein Etikett! Zeigen! Olivenöl! Olivenöl! Ohne Etikett gibt's im Baumarkt! Hoffe ich jedenfalls! Lass mal anriechen! Olivenöl! So, eindeutig, unverkennbar! Oh, Vorsicht! Entschuldigung! Ich mache jetzt etwas Olivenöl über das hier. So, aufpassen, hingucken, mit beiden Augen. Schwenkt das einfach von rechts nach links etwas drüber. Nicht zu viel, sonst wird es zu schmierig. Ich denke, bei uns wird es zu schmierig. So, ich mach das Olivenöl wieder in den Schrank. Und diesmal mache ich den Schrank leiser zu. So. No. Salz riecht ja bekanntlich nach nichts. Deshalb kann ich eindeutig sagen, das hier ist Salz. So, und in diesem Eimerchen haben wir jetzt Salz. Ich schmeck das nochmal ab. Definitiv Salz. Und mit diesem kleinen Schäufelchen kann ich das Salz ganz vorsichtig verteilen. Ups, etwas viel. So, das war genug Salz. Ich mache das Salz wieder zurück in den Schrank. Ja, jetzt könnte man das Blech da ab. Schau mal in den Ofen schieben. Aber der Käse muss noch drauf. Ich würde. Mann, du bist ein Karatekamel. Das Blech mache ich nicht in den Backofen, bevor der Käse drauf ist, Simon. Du bist auch gerade in der Prüfzeit. Der Käse, der verschmilzt doch viel schneller, als dass die Kartoffeln gar sind. Das ist doch gut, dann hat man Krustenkäse. Der ist sehr lecker. Ich würde sagen, jetzt schiebst du erstmal das Blech rein. Schiebe ich erstmal das Blech rein. Das darfst du und gerne erstmal 20 Minuten im Ofen bleiben. Gut und gerne. Gut und gerne. Gut und gerne.
So, bitteschön. Rein mit dem Ding. Der Baum da drin. Wunderschön. Das lassen wir jetzt erstmal 20 Minuten im Ofen. So, und ihr seht jetzt hier irgendwo einen Countdown. Und wenn der überschritten ist. Nee, ich hab den hier. Da. Nee, da. So. Da. Ich mach den einfach immer auf dein Gesicht. Da muss man deine dünne Fratze nicht sehen.